Was geht ab, meine Freunde der großen Geschütztürme? Wir spielen heute mal wieder einen neuen Roblox Simulator. Der ist ähnlich wie der Pet Simulator X, nur dass man einen dicken Panzer spielt. Nichts, was man befürchten müsste. Ich bin schon tatsächlich ein Panzer Level 2 und ihr müsst hier diese ganzen, Münzkisten zerschießen und könnt dann euren Panzer upgraden, was wirklich wichtig ist. Denn wenn man alle Upgrades hat, bekommt man einen neuen Panzer. Das wäre bei mir Level 3. Ich habe schon ordentlich reingespielt. Ich habe die Ansage jetzt so oft gemacht, weil ich immer mich wieder versprochen habe, dass ich fast gestorben bin, weil die ganze Zeit ein kleiner böser Panzer auf mich geschossen hat. Naja, was soll's. Wir leben ja noch und wir haben auch gut Equipment in unserem Panzer. Was kann ich euch über diesen Simulator erzählen? Es ist, man fährt einen Panzer. Was will man mehr? Oh, wir haben ein fettes neues Item gefunden. Münzen. Wie viel gibt es? Increase all coin drops by 10. Increase all coin drops by 10. Hä? Das ist doch dasselbe wie das. Dann nehmen wir ein bisschen Schaden weg, weil wir brauchen gar nicht so viel Schaden. Ich kann sie nicht wegnehmen. Ich bin voll, glaube ich. Oha. Hä? Warum geht das nicht? Normalerweise kann man... Oh, okay. Es war einfach nur ein fetter Lag. Ich verstehe. Jetzt ist alles richtig. Es hat geruckelt. Macht nichts. Gut. Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen reingesuchtet. Wir können die nächste Zone freikaufen. Allerdings brauche ich dafür 10.000 Münzen, sehe ich gerade. Das sollten wir ja relativ zügig mit den Items bekommen. Wir zerschießen hier also mal eben fix alles. Und ich bin mal gespannt, ob es später auch PvP oder sowas gibt, dass man dann gegen andere Spieler Panzer schießen kann. Aber es macht halt einfach mega viel Spaß. Wer Pet Simulator X gefeiert hat, wird dieses Spiel lieben. Ihr kennt das Prinzip wie alle Pet Simulator Games, aber es macht mega viel Spaß. Und ich konnte gestern auch nicht wirklich aufhören, es zu suchten. So, wir haben die 10.000 Münzen zusammen. Wir gehen ins neue Gebiet. Ich bin mal gespannt, ob man da mehr bekommt. Und dann schauen wir mal. Und... Moment. Aber es scheint einfach... Die Roblox-Server scheinen momentan echt ein bisschen zu ruckeln. Aber es macht nichts. Wir sind reingekommen. Es dauert nur ein bisschen. Und dann... Oh ja, tatsächlich. Die halten hier deutlich mehr aus. Also hier muss ich schon ordentlich draufschießen. Und irgendwas will mein Questlog. Ich soll zurück zum Questgeber fahren. Ich bin gespannt. Nein, ich will jetzt nichts kaufen. Ach, das ist auch so ein neuer Trend, den ich überhaupt nicht mag bei den Roblox-Spielen, dass jetzt hier wie bei Mobile Games immer so ein Pop-up kommt. Bitte kauft mich. Nein, ich will keine Robux ausgeben. Ihr kennt mich, ich gebe Robux fast nie aus. Und wir haben gerade 5.000 Münzen geclaimed. Okay, das ist nice. Unsere neue Quest ist 25.000 Münzen einsammeln. Jo, das sollten wir ja easy peasy hinbekommen. Aber wir brauchen unbedingt mehr Schaden. Wir brauchen gleich unbedingt den dritten Panzer, um, mehr Schaden zu machen und auch bessere Boosts kaufen zu können. Aber das geht hier eigentlich schon recht gut klar. Das geht hier wirklich schon gut klar. Wir nehmen das hier auch noch mit. Also ich meine, das geht schon noch fix. Wir sammeln jetzt auf jeden Fall mal kurz die 25.000 Münzen. Oh, das ist schon passiert. Ich habe doch schon 25.000 Münzen. Ah ja, er will auch, dass ich jetzt zurückgehe. Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Oha, was kann man denn hier kaufen? Machine Gun Tank für 5 Euro, beziehungsweise für 500 Robux. Ich weiß nicht, wenn das Video gut bei euch ankommt, werde ich natürlich ein paar Robux ausgeben. Dafür müsst ihr euch am besten jetzt 10 Sekunden Zeit nehmen. Smash den Like-Button, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr von diesem Video sehen wollt. Und schaut es natürlich bis zum Ende, um die Watchtime zu boosten. Und wir brauchen hier 100.000 Münzen, um in das nächste Gebiet zu kommen. Ich weiß noch gar nicht, ob sich das gerade großartig lohnt, ob wir jetzt hier irgendwie mehr Münzen bekommen. Aber es scheint so. Jetzt müssen wir den Panzer hier auch nochmal wegkloppen. Und ich überlege auch gerade, ob ich lieber erstmal die Münzen ausgebe, um meinen Panzer abzugraden. Oder ob ich wirklich direkt schon in das nächste Gebiet gehe. Ich würde sagen, ich grinde jetzt einfach mal ein bisschen für euch, um euch natürlich auch noch das nächste Gebiet zeigen zu können. Und wir haben auch gerade nochmal ein Item gefunden, um die Coins zu boosten. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Also der Simulator hat schon viel zu bieten. Ähnlich wie auch im Pet Simulator. Hier stehen dann so einige Maschinen. Hier steht zum Beispiel ein Miner. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier kann man claimen. Nehme ich mit? Klar, nehme ich das mit. Ich verstehe die Frage nicht. Dann haben wir ein neues Equipment-Teil. Das brauchen wir nicht. Upgraden können wir. Game Shop können wir hier nochmal reindüseln. Vielleicht haue ich auch einfach den Damage Boost ein bisschen hoch jetzt. Ne. Wir nehmen den Coin Boost noch, solange es geht. Und unlocken die nächste Zone. Das geht ja doch recht zügig. Oh, die haben aber auch hier schon 6.000 Leben, die kleinen Münzen. Mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt 276.000, was super viel ist. Okay, man kriegt deutlich mehr. Man kriegt hier deutlich mehr. Ich brauche nicht mal einen Cut machen. Ich kann hier einfach weiterfarmen. Seht euch das an. Oha, Medium Tank. Jetzt bin ich mal gespannt. Die müssten mir jetzt langsam auch viel Schaden machen. Was ist er hier? Laser Tank. Wieder 499 Robux. Okay, den brauchen wir jetzt nicht. Wenn wir jetzt hier nicht in jeder Zone einen neuen kaufen. Den zerschießen wir auch noch. Fix.
Da hinten ist ein Teleporter. Was gibt's da im Shop? 99 Robux für All Portals. Ja gut, das ist ja das Normale, dass man 100 Robux ausgibt und dann sich überall hin teleportieren kann. Wir brauchen aber gleich auch neue Pets. So, wir grainen jetzt ab. Wir haben so viel Geld gerade. Damage Boost, Critical Chance Boost, Leben hauen wir auch noch ein bisschen raus. Und dann sehen wir uns gleich definitiv auch schon in den dritten Panzer. Und ihr seht schon, das geht hier eigentlich auch noch relativ gut. Also es dauert schon, aber man bekommt hier auch deutlich mehr Münzen. Da ist irgendein cooles Buch. Was kann das? Was kann das Buch? Merge Equipment. Oh, das ist gut. Wenn ich jetzt Equipment mergen kann und daraus ein blaues bekomme. Oh, das ist super gut. Oh, das ist so gut. Moment. Dann kann ich ja die Damage Boost hier reinhauen. Jetzt habe ich nämlich schon ein blaues. Dann kann ich das noch machen. Oh, das ist super gut. Und das macht auch die ganzen useless Items wieder sinnvoll. Das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe in den anderen Simulatoren. Haben wir noch von irgendwas drei? Nee, gerade nicht, glaube ich, oder? Bin ich blind? Nee, wir bräuchten noch ein blaues Kleeblatt. Dann könnten wir ein nächstes machen. Oh, sehr, sehr gut. Was haben wir denn an Equipment? Dann können wir hier jetzt das große Schwert reinpacken. Und wir können nochmal Münzen mitnehmen. Okay, wir lassen die Gems erstmal weg. Die Münzen sind gerade wichtiger, meiner Meinung nach, um die Upgrades zu bekommen. Und dann sieht man schon, wenn ich hier so ein kleines Ding zerstöre. Oh ja, der Damage Boost hat aber auch gut gewirkt. Oha, okay. Also ich würde sagen, ich farm jetzt ein bisschen Gold. Ich gehe mal auf den Level 3 Panzer und dann sehen wir uns wieder. Wir haben es geschafft. Ich habe den dritten Panzer freigeschaltet. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden der macht. Okay, das geht deutlich schneller. Okay, er macht super viel Schaden. Er ist jetzt natürlich wieder super langsam, weil ich die ganzen Upgrades nicht mehr habe. Aber Critical Chance konnte ich gerade schon einmal upgraden. Jetzt geht es noch einmal auf den Schaden. Und ihr... Also, es geht halt deutlich schneller. Also, er ist deutlich stärker als der zweite Panzer voll upgraded. Es lohnt sich auf jeden Fall, das sofort zu machen. Und naja, jetzt brauche ich halt 780.000 Münzen, um nochmal in die nächste Welt zu kommen. Allerdings müsste ich jetzt auch die neuen Eier öffnen können. Wir sammeln jetzt hier mal gerade ein bisschen Geld zusammen. Und dann werden wir noch ein paar Pets öffnen. Weil ich habe nämlich gerade einen Legendary gezogen, den Dual Laser Panzer. Der macht richtig viel Schaden. 2,5k statt 284. Das war nämlich davor mein stärkstes Pet. Und ich glaube, dass die aus dem dritten Ei noch deutlich stärker sind. Wir sammeln jetzt ein bisschen Gold zusammen und dann werde ich da mal drei Eier öffnen. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die sind. Deswegen nehme ich jetzt mal, ich glaube, so 200.000 mit, damit sich das lohnt. Und der neue Panzer hier, der, okay, der rasiert halt richtig, ne? Also der macht halt richtig Schaden. Oh, hier die Epic Tanks, die geben richtig viel Geld. Die geben tatsächlich viel Gold. Den werden wir jetzt erstmal zerschießen hier. Komm schon! Brich! Kaputt! Und... Bam, nehmen wir mit. Damit sind wir bei 200.000. Und dann fahren wir mal zurück. Ich habe auch wieder 70 Diamanten. Dann gehen wir hier auf Tank Damage. Pet Tank Damage wohlbemerkt. Plus 35%. Und wir sind so langsam. Ich könnte jetzt natürlich auch Upgrades kaufen. Aber ich glaube, die Pets lohnen sich am Anfang mehr, als direkt auf die Upgrades zu gehen. Oh Gott, sind wir langsam. Aber die Panzer sehen ganz cool aus, ne? Jetzt mal for real. Also die Grafik in dem Spiel ist wieder vorzüglich. Es macht schon Spaß und wir haben auch keine Übersetzungsfehler, denn das Spiel ist einfach auf Englisch. So, jetzt müssen wir mal gucken. 10%, 125.000 kostet hier eins. Naja gut, rein damit. Gucken wir mal. Können wir doch nur eins öffnen. Und wir kriegen direkt einen Kamen. Das ist ja nicht mal gut, aber es war blau. Wie viel macht er denn? 614. Oha, 614? Okay, dann müssen wir trotzdem, dann müssen wir noch eins öffnen. Wenn nicht sogar zwei. Aber ich glaube, dass wir ein Legendary nicht kriegen werden so schnell. Also ich wusste mal dann gerade, 125.000 waren das. Dann werden wir jetzt die nochmal eben zusammensparen. Natürlich, um uns noch ein weiteres dieser Pets zu kaufen. Na, gib mir mein Geld. Da haben wir schon fast 125. Oha, okay. Jetzt muss ich auch hier nur noch anklicken, dass die kaputt gehen. Also 2 or 3 Hits sind die. Sehr schön. Okay, das ist... das vereinfacht alles. Dann holen wir uns jetzt noch das andere Pet und dann werde ich die 700.000 zusammensparen, um ins nächste Gebiet zu gehen. Aber ich glaube, das nächste Gebiet ist noch gar nicht so krass. Ich glaube, das sieht genauso aus wie das hier. Nur das danach wird dann ein Portal zu der nächsten Welt. Ähnlich wie eben, oh, wie hieß das nochmal? Da hat man auch Panzer gehabt, aber man war nicht selber ein Panzer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls euch der Simulator da einfällt. Da hatte jede Welt so drei Stages, die man machen musste und dann ist man in die nächste gekommen. Wie hieß der denn nochmal?
Ah, ich weiß es gerade nicht. Ich müsste nachgucken. Wie gesagt, wenn ihr euch das gerade einfällt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Es interessiert mich. Und ich glaube, das ist hier genauso. Man muss hier die 3 oder 4 Welten machen und dann kommt man in die nächste Welt, die anders aussieht. Was ich auch gut finde, finde ich wirklich gut, weil das würde auch hier mit den Pets passen. Es gibt pro Segment, sag ich mal, 1, 2, 3, gab es hier 1, 2, 3 Pets. Und im 4. geht man dann in die nächste Welt. So, wir holen uns jetzt hier noch eins. Ich bin gespannt. Komm, sei mal was wertvoll. Mythic, das fühle ich. Mythic nehmen wir mit. Dann gibt der Laser Tank, brauchen wir nicht mehr. Und damit haben wir den Mythic. War der das hier? Yo, der hat einfach 2.98.000. What the hell? Der ist halt besser als mein Legendary. Und der ist noch auf Level 1, ja? Also die kann man ja auch noch leveln. Und was sind denn Golden Pets? Yo, was? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn ich die jetzt hier zusammenstecke... 50%. Oh, das kostet mich 60 Gems. Okay, das machen wir noch nicht. Das ist auf jeden Fall was fürs Endgame. Aber das ist ja alles wie Pet Simulator und es ist von Anfang an da. Ja, Big Games. Ich sag dazu nichts, ne? Eure Spiele, Pay to Win. Dieses Spiel geht eigentlich ganz klar. Bisher. Ich kann es noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall weiter grinden. Und die 700.000 hole ich mir noch. Ich habe jetzt noch ein bisschen den Damage geboostet und die Critical Chance. Das heißt, ich zerburste die einfach hier komplett. Seht euch mal an, wie schnell der Epic jetzt gefallen ist. Also die Critic Chance solltet ihr immer ein bisschen upgraden, so auf 25%, dass die Schüsse wirklich kritisch landen, weil das macht so viel aus. Das macht einfach so viel aus. Seht euch das an, wie die Panzer hier einfach wegschmelzen. Also wirklich. Und das macht in jeder Stage auch Wiedersehen. So, wir holen uns jetzt noch die 2 Panzer und dann gehen wir in das neue Gebiet. Ich bin sehr gespannt. Warum ist der Epic Tank jetzt hier kaputt? Nice, dann nehmen wir alles mit. Und ich habe festgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel darauf schießt und man steht, da steht noch was zwischen, dann macht man das mit kaputt. Also so könnt ihr auch extrem schnell ein paar mehr kaputt machen, um da noch mehr Gold zu bekommen. Kleiner Trick, Lifehack. So, Unlock Zone, rein da. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir brauchen jetzt 4,5 Millionen. Ist gar nicht so viel jetzt, wo ich weiß, wie schnell das hier geht. Bin ich ehrlich. Aber das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr in diesem Video. Ich würde jetzt sagen, wir gucken mal, ob es hier noch was Neues gibt. Da hinten sind irgendwelche Ringe. Oh, was ist das? Limited Time Offer. Oh Gott, es gab schon wieder dieses Pop-Up-Fenster. Ich glaube, immer wenn man in ein neues Gebiet geht, passiert das. Aber ansonsten gibt es hier nichts Neues. Ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal hier der Grind. Aber guckt euch mal an, was der Easy Tank hier an Geld gibt. Alter Schwede. Okay, hier kriegt man halt Geld nachgeschmissen. Also direkt ins neue Gebiet macht auch Sinn. Guck mal, ich habe schon wieder 500.000 zusammen. Lol, das geht halt sowas von schnell. Na gut, dann... Ach komm, es geht so schnell. Ich zeige euch noch das nächste. Öffnen wir noch ein paar Eier, denn das ist gerade die Quest. 5 Stück. 1 habe ich gerade schon geöffnet. Ich habe jetzt 2-mal das Kamen erwischt. Holen wir uns noch ein drittes. Komm, ausnahmsweise mal Glück. Mythic. Nehmen wir mit. Ist auf jeden Fall schon mal stärker als das Legendary, was ich hatte. Aber ich würde auch noch ein besseres nehmen, bin ich ehrlich. Komm schon. Sei nicht so. Gönn. Ah, komm, gönn. Ein besser. Ein besser. Bitte. Und noch ein Mythic. Na gut. Lassen wir es beim Mythic sein. Finde ich gut. Nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, besser als die... Oh, ich habe jetzt 2 Mythics, ne? Da sind die sogar beide besser als das hier. Dual Machine, Dual Machine. Und damit mache ich gleich auch nochmal extrem viel mehr Schaden. Und wir haben diese Quest auch geschafft. Und jetzt sollen wir Unlock Forest 4. Haben wir auch schon. Können wir auch direkt mitnehmen. Und Make Your First Golden Pet. Ne, dafür sind mir die Diamanten noch zu schade. Das werde ich nicht machen. Aber wir können jetzt hier den Income Boost starten. Noch, glaube ich. Ja, doch. 45% machen wir jetzt. Da würde ich immer rein investieren. Und ja, nice. Jetzt habe ich fette neue Pets. Das ist schon mal schön. Also ich habe wirklich neue Pets. Die machen halt auf Level 50 5.900. Das lohnt sich. Und jetzt werde ich wirklich eben die 4 Millionen da holen. Denn ich habe gerade noch ein bisschen Geld ausgegeben, um meine Kanonenschaden hier zu erhöhen. Jetzt geht's aber ab. Ich mache das eben fertig. Und Grüße gehen raus an Volkinau. Den habe ich gerade auch gesehen. Was geht ab? Falls du das Video siehst, fühl dich gegrüßt, mein Freund. So, jetzt müssen wir aber weitermachen. Ich will die 4,5 Millionen. Ich habe euch gesagt, ich zeige euch noch die neue Zone. Ab geht's. Das war's. Wir haben genug Geld. Wir können in die nächste Zone. Tschüss, Volkinaut. Wir sehen uns später. Ich habe auch ein bisschen abgegradet. Mal gucken. Stage unlocked. Well done. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was uns erwartet. Und die nächste Welt ist eine Wüstenlandschaft. Und hier gibt's auch einen neuen Gemshop. Und hier gibt's neue Pets. Und neue Quests. Sehr, sehr nice. Ich habe Bock. Oha, wir haben jetzt alles hier zusammengefügt. Und da hinten ist sogar noch ein neues Gerät. Erstmal zum Miner gehen.
Der macht 7,5 Millionen pro Stunde. Das ist schon mal sehr, sehr wild. Und das ist die Golden Pet Machine. Die kannten wir doch schon. Und jetzt gucken wir mal eben, was gibt denn hier so ein Easy Tank? Okay, die Easy Tanks halten hier deutlich mehr aus. Aber geben die mir hier auch deutlich mehr Geld? Oh, nein, da will ich nicht hin. Ich will das nur einsammeln. Und wir gucken mal. Ja, geht so. Also vielleicht macht es sogar Sinn, in der anderen Stage noch zu grinden. Aber falls ihr mehr von dem Simulator sehen wollt, dann smasht jetzt den Like-Button und schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich würde mich sehr freuen. Und mir macht der wirklich viel Spaß. Es ist ein cooler Simulator. Und falls ihr wirklich da richtig rein donnert und der Like-Button ein paar Likes zeigt, dann gibt es noch eine Folge. Ciao.